Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen brandheißen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, letztens waren wir hier mitten in der Aufbruchstimmung. Okay, ich hätte mich auch vor der Folge, bevor ich hier anmoderiere, starten können, zu teleportieren. Aber nein, wir müssen natürlich jeden Ladescreen hier mitnehmen. Wir brauchen ein Schnellreisepaket, um Schnellreisen. Ja, macht Sinn. Komme ich dann auch legal wieder hoch oder muss ich jetzt? Okay. Sag mir das doch vorher, dass ich kein Schnellreisepaket habe, Mann. Zieht sich die Folge wieder so ewig. Aber egal, wir haben Zeit, oder? Ich hoffe, ihr habt Zeit eingepackt, Leute. So. Und ich hätte ein Schnellreisepaket eingepacken sollen. Jetzt haben wir die Doppelironie. Sehr schön. So, hier war doch irgendwo auch ein Händler. Ja, natürlich. Ach, halt mal still hier drüben. So, Herr Händler. Ich brauche von... Schatzkisten? Nein, Spezialobjekt. Nein. Rohstoffe. Ja, das Paket. Ganz viel. Und zwei. Okay. Besser als gar nichts. Hier haben wir auch eine Quest. Wir haben für die Loge. Ich weiß nicht, ob wir die Jagdgebiete überhaupt machen. Ich weiß es nicht. Die Jagdgebiete sind mir überaus, wie soll ich sagen. Ich habe da nicht wirklich Bock drauf. Ich weiß zwar, man kriegt geiles Equip. Man kriegt goldene Waffen und so weiter, ne? Die doch ein bisschen stärker sind wie die Schattenwaffen. Also ein Stück weit, ne? Also wir kriegen jede Maschine auch mit den Schattenwaffen hin. Also es wäre quasi nur so eine Arcade-Mission. Ohne Story, nur einfach Maschinen töten und du kriegst was dafür. Das finde ich nicht ganz so geil. Wenn ihr unbedingt die Jagdgebiete sehen wollt, ab in die Kommis damit. Da machen wir sie auf jeden Fall, wenn jemand Bock drauf hat. Weil ich glaube, ich werde sie mal gekonnt auslassen. Mal fürs Erste. Vielleicht auch für das komplette Let's Play, aber erstmal werden wir die Jagdgebiete auf jeden Fall mal beiseite schieben. Denn ich habe da nicht wirklich den Drang daran, irgendwas zu schaffen. Ich weiß nicht. Es reizt mich einfach nicht. Was habe ich davon? Ich schaffe es auch mit normalen Schattenwaffen. Und zwar alles, ohne Probleme. So. 1300 Schritte waren mir nicht sympathisch, doch die 115 sind mir deutlich sympathischer. So. Ich kann mich auch hier mal voll heilen, habe ich gemerkt. Wisst ihr mal. So. Hi Leute, wie geht's euch so? Das muss der einsame Fels sein. Falls das eine Falle ist, muss ich sehr leise sein. Nee, wir hauen uns da rein und fertig. Wenn das eine Falle ist, retten wir die alle weg. Naja, die werden blau angezeigt. Die werden nicht rot angezeigt. Sieht wie ein gewöhnlicher Außenposten aus. Ich sollte mich umsehen. Mhm. Mir ist langweilig. Halt, Fremde! Was? Was machst du hier? Auf der Durchreise! Ich bin auf der Durchreise! Sollen wir ehrlich sein? Ich meine, haben wir was zu verbergen? Ich meine, wir hätten jetzt die Möglichkeit, jetzt auf der Durchreise zu sein. Die lassen uns in Ruhe und wir können uns jetzt heimlich im Lager umgucken. Oder wir sagen gleich auf der Suche nach einer Chor und riskieren, dass wir angegriffen werden. Ach komm, wir gehen auf die sichere Art und Weise, oder? Jagen! Ich bin schon den ganzen Tag hinter einem Sägezahn her. Tja, du hast die Spur wohl verloren, denn wir haben hier keinen gesehen. Und jetzt zieh weiter. Und zwar schnell. Du bist begänzlich unsympathisch. Sie wollen nicht reden. Mal sehen, ob sie etwas verstecken. Sie schnüffelt hier rum. Wickelt sie ein und bindet sie fest, Jungs. Ernsthaft? Das ist euer fucking Ernst? Okay. Reißt euch zusammen, ihr Mistkerl! Ihr wolltet das so. Na gut, mal sehen, was Said hier draußen versteckt. Aha, mal gucken. Ihr habt es wirklich versucht? Wirklich? Ihr müsstet mich eigentlich schon ein bisschen mittlerweile kennen, oder? Dass ich nicht so einfach zu überwältigen bin. So. Bestimmt hier oben, ne? Das bietet sich an, hier oben was zu verstecken. Hier bestimmt hinter der Tür, brechen wir auf. Echt nicht? Ich dachte. Das überlebe ich nicht. Deswegen gehen wir da nicht lang. Hier vielleicht? Mir kam der Said ja vorher schon so schmierig vor. Aber ich wollte unvoreingenommen sein. Jetzt hat sich das ja wohl geändert. Jetzt können wir dem Said mal ordentlich unter die Lüften gucken. Wo müssen wir denn hin? Okay. Erkunde den einsamen Fels. Wir können hier nicht durchbrechen, ne? Kommen wir hier durch? Darf ich was ducken? Nein. Es scheint nur das Klohäuschen. Alles klar. So.
Haben wir denn hier irgendwas Interessantes, was scannbar ist? Ein Schwein. Schön. Da ist doch was. Auf dem Wagen sind Ketten. Nicht nur Ketten. Handfesseln. Sie haben Gefangene transportiert. Oh nein. Das finde ich aber nicht sympathisch. Folgenden Wagen. Spuren. So. Okay, den hätte ich auch folgen können, ohne das zu markieren, glaube ich. Aber wo die Wagenspuren wohin führen? Bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Bestimmt wahrscheinlich zu den Gefangenen, obwohl. Die Wagenspuren erscheinen ja hinter dem Wagen. Der wurde in die Richtung gezogen. Wir laufen gerade dorthin, wo die herkamen mit dem Wagen. Es sei denn, die haben den in der gleichen Position wieder zurückgerollt. Und ich habe gerade einen Denkfehler. Das kann natürlich auch sein. Kommt gelegentlich bei mir mal vor. Also täglich in jeder Folge Horizon. Oh, Speicherpunkt. Schön. Badass Aloy kommt hier nicht hoch. Alles klar. So, mal gucken. Bin echt gespannt, wie es hier mit Said weitergeht. Weil anscheinend hat er doch was zu verbergen. Auch wenn es die anderen nicht wahrhaben wollen. Oder er hat es einfach richtig gut verschleiert von den Karchern. Und ihnen quasi diese Lüge aufgedrängt. Aber er hat anscheinend doch ein bisschen mehr Dreck am Stecken, wie gedacht. Ich speichere nicht nochmal. Die Spuren führen zu diesem Lager. Vielleicht ist Nakoa dort. Ach, wir klopfen einfach mal und sagen Hallo. Soll ich gleich eine Sprengbombe reinwerfen oder wie machen wir das? Hallo. Mädchen im Loch ist richtig schön mager. Denk nicht mal dran. Said zerrt Hände weg, sonst bringt sie auf der Auktion nicht mehr. Was? Wäre Nakoa hier. Auktion? Und ich muss an den Wachen vorbei, um zu ihr zu gelangen. Auktion? Was ist hier? Menschenhandel? Okay, wir müssen irgendwie rein. Okay, hier kommt Badass Aloy. Hier kommt Badass Aloy hoch. Nope. Badass Aloy. Ich bin nicht hoch. Also rein aus Interesse. Kann ich das wegsprengen, das Teil? Wahrscheinlich nicht, ne? Komm ich denn hier auch irgendwie. Ah. Pfui! Aua! Kein Bisskopf. Ja, komm doch! One on one! Down! Brandpfeile, das haben wir also nötig. Alles klar. Kämpf mal ein bisschen mehr mit Skill. Ja, hast du mich. Ja, du hast mich voll. Weißt du, wie du mich hast? Im Arsch hast du mich. So. Was war's? Da kommt das Gelände. Schon viel besser. Das sind Gefangene. Nakoa. Siehst du mal. Wusste ich's doch. Was ist das? Scan lohnt sich. Wir müssen hier runter. Man hätte sie wahrscheinlich hier auch vorbeischleichen können. Zwar schwer, aber doch. Gefangene. In Ketten, um versklavt zu werden. Nakoa? Jan schickt mich. Wir können reden, sobald wir alle aus diesem Loch raus haben. Jan schickt dich? Ich glaub's nicht. Da hat wohl eins deiner Gebete doch funktioniert. Ohne Schlüssel bekommst du uns nicht raus. Einer von Saids Männern hat ihn. Na gut, ich bin gleich zurück. Ach, das kriegen wir hin, das ist easy. Also hätte man die doch töten müssen am Ende, um an den Schlüssel zu kommen. Also man hätte sich nicht komplett durchschleichen können. Gut zu wissen. Denn es gibt ja genug Horizon Zero Dawn Spieler, die nur die ganze Zeit sich rumschleichen. Danke für den Schlüssel. Kehre zu Nakoa zurück. Ja, komm, Nakoa, wir holen dich da raus. Keine Sorge. Wir bringen dich wieder zu voller Blüte, mein Täubchen.
So. Du bist zurück. Ich hab den Schlüssel. Ich helfe den anderen. Also los. So. Bitte. Du musst uns hier rausholen. Entkomme vom Gelände. Ist doch easy. Da ist doch niemand mehr. Oder wird es eine böse Überraschung auf uns warten? Er wird eine böse Überraschung auf uns warten. Er wird eine böse Überraschung. Ich wusste, ja, ich dass wusste du Ärger es. Machen wirst, Mädchen. Hi. Aber am Ende wird es die Mühe wert sein. Das ist das Ende, Said. Für euch und eure Männer. Er wollte es. Kommt schon. Okay. Ich bin getroffen. Werde ich morgen noch spüren. Said, du warst echt ein heftiger Gegner, muss ich schon sagen. Ja, das ist alles. Ich will seine Knarre. Einen so schnellen Tod hat er nicht verdient. Mein Vater war Jäger. Er lehrte mich, dass jedes Tier einen schnellen Tod verdient. Ja. Ja, 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 okay. Wie wurde Said zum Boss eines Sklavenhändlerrings? Der Abschaum, den du getötet hast. Er hat in den roten Raubzügen für Said gemordet. Der neue Sonnenkönig warf sie aus der Armee. Doch Said konnte sich herausreden und erkannte, dass hier neue Verdienstmöglichkeiten auf seine Bagage warten. Wie hat Said dich erwischt? Ich wollte ihn am Tagturm stellen, aber er erwischte mich. Er ließ mich gehen und später von seinen Männern einfangen. Und danach? Er wollte mich als Sklavin verkaufen, wie die anderen armen Seelen, die Woche für Woche hier durchkamen. Aber er ließ sich Zeit und drangsalierte mich, wann immer er vorbeikam. Dass ich ihn töten wollte, hat seinen Stolz verletzt. Ach, seinen Stolz! Was hat er? Was hast du jetzt vor? Die anderen waren monatelang in diesem Keller. Je schwächer sie wurden, desto schlechter konnte Said sie verkaufen. Sie brauchen Nahrung, Ruhe und Hoffnung. Ich bringe sie nach Meridian und versorge sie. Das ist eine gute Idee. Du willst auf keinen Fall wieder zurück? Was ist mit Jan? Die Stammmütter lassen mich nicht zurück. Selbst wenn, würde ich nicht gehen. Von mir aus können sie verbrennen. Was Jan angeht, weiß ich, wie ich ihn benachrichtige. Der Zwerg fehlt mir. Aber dann weiß er, dass ich in Sicherheit bin. Du hast viel durchgemacht. Mir geht's gut. Ganz sicher? Said ist tot. Ich hätte alles ertragen, um das zu erreichen. Und das habe ich. Und das hast du. Du hast deinen Vater gerecht. Blutrünstig, aber gerecht war es ja doch irgendwie. Es wird Zeit für mich. Hey, ich kenne nicht mal deine Geschichte. Sie muss gut sein, wenn sie dir das Sucherzeichen gaben. Wenn du sie mal erzählen möchtest, komm zu mir nach Meridian. Ich bin dort, bis die anderen wieder auf den Beinen sind. Bis dahin. Vielen Dank, dass du mir mit diesem Abschaum geholfen hast. Vielleicht kann ich Said ja jetzt vergessen und zu meinem Vater gedenken. Auf jeden Fall eine. Oh! Sobald die anderen. Nein! Vielen Dank nochmal. Ja, danke dir. Ich will die Waffe haben. Ah, ist okay. Das verbessert meine Chancen. Sterbt! Na gut, dann nicht. So, war easy. So. Würde mich wirklich interessieren, ob man jetzt wirklich nach Meridian gehen könnte und mit ihr reden könnte dort. Das würde mich wirklich interessieren.
So, haben wir denn irgendwas in der Nähe? Irgendein Quantenlager oder so, ich hab Bock drauf, irgendwas. Haben wir nicht, ne? Nee. Hier ist nichts, Mann. Wo ist denn irgendwas Interessantes, wo eine Nebenquest sein könnte? Das ist eine Loge, ne? Eine Jägerloge. Ja, das ist eine Jägerloge. Wir könnten ja wirklich nach Meridian gehen, gucken, ob da noch was ist. Schwer eine Idee. Oder hier gibt es doch irgendwo noch die Osseram. Wo leben die eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Wo leben diese komischen Osseram? Banditenlager Torlande. Rede mit Neil. Ach ja, den Dulli gibt's ja auch noch. Ach ja, da haben wir das Banditenlager gemacht, aber nicht mit dem Dulli am Ende geredet. Boah, wir sind schon schlau, ne? Intelligent sind wir. Okay, dann machen wir das noch schnell. Das passt noch in die Folge, kriegen wir hin. Neil, kann ich mich erinnern, ja, der psychopathische Krieger. Warum hat der uns beim großen Endkampf nicht geholfen? Mann! Aber er will ja keine Maschinen töten. Menschliche Feinde, das sind seine Spezialität. Banditen, wo er seinen Speer und seine Bögen reinhammen kann. So, Neil, wo bist du denn? Warte, markiere ich das noch schnell. Banditenlager Torlande. Das war eine Stufe 12 Quest, wow. Mr. Neil, hi. Hat ja auch das Blut in den Ohren gerauscht? Der Klang hält an, in der Stille. Ein Ruf zu den Waffen, ein innerer Drang. Oder ein Hilferuf. Glaube ich sofort. Das sehe ich. Du warst also mal Soldat. Für die Kaja? Für sie, gegen sie. Ein Imperium findet immer Kriege. Nur nicht wählerisch sein. Der neue König Avad sah das etwas anders. Er wollte die Kriegsverbrechen untersuchen. Sind Kriege nicht immer ein Verbrechen? Dennoch meldete ich mich freiwillig. Freiwillig, um mit zu untersuchen? Nein, um freiwillig zu gestehen. Wozu Zeit mit Untersuchungen vergeuden? Man schickte mich 2 Jahre nach Sonnenfels. Ein faires Geschäft. Was für Dinge hast du getan, Neil? Akzeptable Dinge, unter den Umständen. Akzeptabel für wen? Ich treffe keine Entscheidung. Sagen wir bloß, die Einsatzregeln gefielen mir. Aber Regeln sind wichtig. Eine Struktur. Ein Käfig. Ansonsten... Kennst du diese Orte, einsame, einst belebte Orte, die jetzt nur noch eine Wunde im Erdboden sind? Wahrscheinlich bin ich dort gewesen. Ah ja. Man schickte dich 2 Jahre auf einen Felsen? Ist das eine Art Kaja-Ritual? Nein, nein. Sonnenfels ist ein Gefängnis, südlich von Meridian, südlich der Regenfänge. Unser neuer Sonnenkönig glaubt an Rehabilitierung. So wie ich. In der heißen, dunklen Steinzelle konnte ich mich auf das besinnen, was mir wirklich wichtig ist. Hast du einen neuen Partner gefunden? Ich dachte, wir wären Partner. Ich muss meinen eigenen Weg gehen, Neil. Und der führt offenbar wieder zu Banditen. Das passt mir gut. Ich hatte keine Kaja-Hochzeit im Sinn. Ich bin nie einsam, wo es etwas zu töten gibt. Alles klar, der Typ ist mir immer noch nicht sympathisch. Ich hab... Ah! Zeit zu gehen. Eine kurze Begegnung für uns, das Ende für sie. Sie führten eh ein verkommenes Leben. Ah ja, okay. Ist gut. Nee, ist gut, wir reden nicht mehr drüber, okay? So. Warte mal. Ich weiß aus sicheren Quellen, dass es hier irgendwo noch ein Osseram-Lager gibt, wo es eine Osseram-Questreihe gibt. Die will ich machen. Wo ist die? Ist mir das von oben irgendwo, wo das Osseram-Lager ist? Torlande Banditenlager. Das hatten wir aber schon. Tut mir leid. Ich gucke einfach mal gerade von oben. Vielleicht kann man da was erspähen. Vielleicht kann man da was erspähen. Ich weiß auf jeden Fall, dass die im Wüstengebiet sind. Apropos,
Fertigkeiten. 4 Punkte. Können wir irgendwo reinballern. Munition. Ah, stell mit der. Oh, okay. Das ist nice. So, können wir auf die Karte switchen. Wo könnten die Osiram wohnen? Habt ihr da eine Ahnung, Leute? Ich weiß, dass sie irgendwo im Wüstengebiet heimisch sind. Was ist das hier? Wird mir nicht angezeigt, weil ich da noch nicht wirklich war. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hierher. Den Ort, die Ortschaft Gedöns haben wir noch nicht entdeckt. Vielleicht sind das ja die Osiram. Mal gucken. Hi, Leute. Nee, ich bin nicht hier. Wie weit? Oh, 900. Ach du Scheiße. Okay. Wir reiten dann mal doch. Ich habe in der letzten Folge nichts gesagt. Komm her. So, wir reiten dann mal doch. Ich will jetzt nicht schnell reisen, weil ich die Schnellreisepakete nicht verschwenden will, aber ein bisschen boosten kann man sich dadurch ja doch, ne? So. Meridian. Ich will nicht nach Meridian. Ich will diesem komischen Lager hin. Mal gucken. Einmal querfeld ein. Ich weiß nicht, ob das Allerschlauste ist. Komm, was willst du denn, oder? Komm schon. Hotte-hü. So ist fein. So ist er fein, der alte Gaul. Da kriegst du auch hin, oder? Ach komm schon, das ist gar nichts. Oder hier? Da muss man immer so ein bisschen nötigen bei der ganzen Sache, ne? Warum grunzt du eigentlich so viel? Halt mal die Klappe. Ich bin dumm. Ich folge der Questmarkierung und nicht der normalen. Auch Rayon. Ich folge der Questmarkierung. Wie dumm bin ich? Mann. Falsche Richtung geritten. Geil. Oh, ich bin schon ein kleiner dummer Fratz. Okay. Lassen wir das mal so stehen. Aber mit dem Gaul hier kommen wir doch richtig schnell voran. Das ist schon schön. So. Was? Reiter! Was zum Geier macht der hier? Leute, das war's für die heutige Folge von Horizon Zero Dawn. Ich stehe jetzt hier im Lensflare, ihr seht nur meinen Schatten. Was ein geiles Panorama ist, wohlgemerkt. Aber egal, ich glaube, der nächste Episode könnte heftig werden. Wir werden den hier nicht einfach so ziehen lassen. Ich meine, das bietet sich ja. Ja, hi. Hallo, der Großer. Okay. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr natürlich ein letztes Kommi da lasst und natürlich eine Bewertung abgebt. Ja, Leute, das ist wichtig. Bewertung und Kommis. So, aber Leute, ich würde sagen, Ryan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, morgen 14 Uhr, Horizon Zero Dawn. Ihr wisst, wie es läuft. Ciao.